Bayern lockert. In einigen Regionen dürfen Hotels, Campingplätze und andere Unterkünfte seit heute wieder Touristen empfangen. Vorausgesetzt, die 7-Tage-Inzidenz liegt stabil unter 100. Auch viele Tourismus- und Freizeitangebote sind wieder möglich, zum Beispiel Ausflüge mit Schiff und Seilbahn oder Stadt- und Bergführungen. Zum Start in die Saison war Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Vormittag zu Besuch in der Ferienregion Garmisch-Partenkirchen. Ja, es ist die Hoffnung, dass die Gäste jetzt die Angebote annehmen und es sieht sehr gut aus, damit die Unternehmen endlich wieder ihr eigenes Geld verdienen können und nicht entweder Existenzängste haben müssen oder am Tropf des Steuerzahlers und der Förderprogramme hängen. Wir müssen den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang setzen, sodass die Seilbahnbetreiber, die Hoteliers, die Gastronomen wieder ihr eigenes Geld verdienen können. Bei der Anreise ist ein tagesaktueller negativer PCR oder Schnelltest vorzuzeigen. Alle 48 Stunden braucht es einen neuen Test. Unter Aufsicht ist auch ein Selbsttest möglich. Für Hausgäste sind Innengastronomie, Fitness- und Wellnessanlagen geöffnet. Wer mit dem Auto in den Urlaub nach Österreich oder Italien fährt, muss sich vorab online anmelden. So sollen Staus an den Grenzen verhindert werden. Die EU hat sich auf ein einheitliches Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete geeinigt. Reisen sollen dadurch deutlich einfacher werden. Dabei sind aus Sicht von uns Freien Wählern drei Dinge besonders wichtig. Erstens muss der Impfpass, muss der Impfnachweis zwingend absolut fälschungssicher sein. Zum Zweiten müssen alle Fragen des Datenschutzes letztgültig aufgelöst werden. Es geht um sensible Gesundheitsdaten, heißt die Daten müssen sicher sein. Drittens und am allerwichtigsten ist aus Sicht von uns Freien Wählern, dass wir unsere Hausärzte nicht nochmal mit weiterer Bürokratie überlasten. Bayerns Ärztinnen und Ärzte werden an der Impfnadel und nicht am Schreibtisch gebraucht, so Fabian Mehring. Mannschaftssport im Freien ist pünktlich zu den Pfingstferien wieder erlaubt. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen bis zu 25 Sportlerinnen und Sportler gemeinsam trainieren. Vorausgesetzt, sie haben einen negativen Corona-Test. Auch die Ausübung von kontaktfreiem Sport im Innenbereich ist ab heute wieder möglich, wenn entsprechende Hygienekonzepte vorliegen. Das Gleiche gilt auch für die Fitnessstudios. Außerdem sind Sportveranstaltungen unter freiem Himmel möglich, mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Gäste. In 2 Wochen will sich der Ministerrat erneut mit dem Thema Sport befassen.